Consortium ist ein per Kickstarter finanziertes Rollenspiel mit Shooter-Gameplay, das in der nahen Zukunft angesiedelt ist und mit der Idee des Spiels an sich kreativ umgeht. So ist der Grundgedanke, dass wir den Hauptcharakter auch bewusst in dem Spiel als fremde Person steuern und uns frei entscheiden können, ob wir diesen Elite-Agenten im Rahmen seiner vorgesehenen Rolle handeln lassen oder aus der Reihe tanzen. Ein ausuferndes, komplexes Netz aus Gesprächsmöglichkeiten mit unseren Crewmitgliedern an Bord eines auch als Raumschiff fungierenden Flugzeugs soll auf jede Entscheidung sinnig eingehen. Thanks for saving my life. Den Metal Gear Ableger Metal Gear Rising Revengeance gab's bisher nur auf Konsolen. Ab Januar darf dank Steam auch auf PC-Monitoren geschnetzelt und zerhackt werden. In dem Spin-Off spielen wir den Cyborg Raiden, der zu ultrapräzisen Schnitten mit seinem Schwert in der Lage ist. Die daraus resultierende Spielmechanik hat auf PS3 und Xbox 360 prima funktioniert und wir hoffen mal, dass das auf dem PC genauso sein wird. The Banner Saga ist das Kind von drei ehemaligen BioWare-Mitarbeitern, die aus rundenbasierter Taktik, altmodischem Zeichentrickstil und einem mit Fantasy versetzten Wikinger-Setting ein interessantes Konzept zusammengestellt haben, das auch auf Kickstarter erfolgreich finanziert wurde. Nachdem mit einem reinen Multiplayer-Ableger schon seit letztem Jahr der Kampfpart geübt werden konnte, kommt jetzt das vollständige Spiel als Download. Now, I fight for the people. Assassin's Creed Liberation war eigentlich der kleine Handheld-Bruder von Assassin's Creed 3. Jetzt kommt der Vita-Titel umgestrickt für die Anvil Next Engine, unter anderem auch für den PC. Anstatt wie sonst bei Assassin's Creed übernehmen wir in Liberation nicht die Rolle eines männlichen Vorfahren von Desmond Miles, sondern mit Evelyn, die einer geschickten Attentäterin aus dem Stammbaum des sogenannten Subjekts 1. Die um mehrere Missionen erweiterte Geschichte spielt größtenteils vor den Ereignissen in Assassin's Creed 3 und im Süden der später gegründeten USA. Es gibt aber auch einige Abstecher in andere Regionen und Querverweise zu den Spielen der Hauptreihe. We have to fight for our freedom, even after... Demons of the Past ist das dritte und letzte Add-on für Spellforce 2. Die Mischung aus Rollenspiel und Strategie in einem klassischen Fantasy-Setting erhält durch die Erweiterung 50 neue Hauptquests und vor allem die Möglichkeit, die Story auch in einer Multiplayer-Sitzung zu erleben. Das Feilen an den Multiplayer-Optionen war wohl auch der Grund für eine leichte Verschiebung des Add-ons, das jetzt aber sicher Mitte Januar erscheinen soll. Sooner or later you'll find yourself the one being hunted. Wenn Menschen in saftigen Blutfontänen explodieren, dann ist John Rambo meistens nicht weit. Die Versoftung der Original-Stallone-Trilogie ist bereits jetzt ein Kandidat für die Gurke des Jahres 2014, dank altbackener Grafik und stumpfem Rail-Shooter-Gameplay. Zumindest für Konsolen soll der Titel ab dem 17. Januar zum Download bereitstehen und auch für den PC lautete das Release-Datum zuletzt Januar 2014. In Deutschland übrigens trotz all des Gekröses uncut. Es hat lange genug gedauert, über 10 Jahre sind vergangen, seitdem es das letzte Might & Magic Rollenspiel gab. Das neue Might & Magic 10 Legacy wird aber nach dieser langen Pause auch in dem neuen Universum der Marke spielen, das von Ubisoft für die Strategietitel entwickelt wurde. Ansonsten wird es aber oldschool. Das in Deutschland entwickelte Spiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe mit einer Gruppe, aber einer Ego-Perspektive und einer klassischen Stepper-Bewegung, bei der wir in Dungeons wie in der freien Welt nur Schritt für Schritt und mit 90-Grad-Drehungen vorankommen. Mit Satinas Ketten und dem Nachfolger Memoria, beides Point-and-Click-Adventures, hat Daedalic Entertainment das deutsche Traditionsrollenspiel Das Schwarze Auge bereits eher ungewohnt umgesetzt. In seiner dritten DSA-Versoftung geht das Hamburger Studio jetzt auch für die eigenen Entwickler gänzlich neue Wege und bringt ein rundenbasiertes Rollenspiel in 3D heraus, das Kampfmechaniken, Figuren und Kreaturen nah an der Vorlage liefert, dabei aber eine für Das Schwarze Auge ungewöhnlich dreckige Geschichte um einen Haufen zwielichtiger Gestalten erzählt.
The planet harbors a diverse alien flora and Pandora First Contact erinnert stark an Alpha Centauri und das rundenbasierte Strategiespiel hat diesen Sid Meier-Klassiker auch ganz offen als Vorbild. Wie zu erwarten, gilt es also als eine von mehreren Fraktionen auf einem fremden Planeten, eine Kolonie aufzubauen, uns gegen Feinde zu behaupten, zu forschen und die Entwicklung unserer kleinen Zivilisation voranzutreiben. Und als wäre das nicht genug, gibt es Ärger mit der einheimischen Flora und Fauna. Das alterslose Spielprinzip bekommt mit Pandora eine moderne, quietschbunte Verpackung. 1954 Alcatraz ist eine Co-Produktion der Adventure-Spezialisten von Daedalic und der amerikanischen Irresponsible Games. Hier spielen wir abwechselnd einen Insassen des berüchtigten Inselknasts und dessen Frau, die in Lebensgefahr schwebt. Knacki Joe muss die unmögliche Flucht gelingen, um seine Gattin zu retten. Den Indie-Kulttitel Don't Starve gibt's schon lange als Download. Astragon bringt das Survival-Game jetzt aber auch in einer hübschen Box raus. Als eine von 8 verschiedenen Personen müssen wir hier in einer zufällig generierten Wildnis überleben, uns gegen Feinde zur Wehr setzen, Nahrung finden und Minecraft-artig Ressourcen abbauen und Gegenstände herstellen. Das Ganze gibt's als Sandbox oder Adventure-Modus mit vordefinierten Levelzielen.